Nach dieser mathematischen Einleitung können wir jetzt die Begriffe, die wir anschaulich bis jetzt für Funktionen genutzt haben, auch mal formalisieren. Dazu gucken wir mal uns den Begriff der funktionalen Abhängigkeiten an. Also funktionale Abhängigkeit. Gegeben sei eine Tabelle. Eine Menge von Attributen B der Tabelle ist funktional abhängig von einer Menge von Attributen A der Tabelle, wenn es zu jeder konkreten Belegung der Attribute aus A nur maximal eine konkrete Belegung der Attribute aus B geben kann. Für die funktionalen Abhängigkeiten hat sich die Schreibweise aus A folgt B eingebürgert. Also, wie wir es bei Funktionen kennengelernt haben. Immer wenn ich die Werte bestimmter Spalten kenne, also der Werte aus A, weiß ich genau, was in den anderen drin steht. Ganz konkret, wenn ich die Matrikelnummer kenne, also das wäre unser A, dann kenne ich den Namen, Wohnort und sonstige weitere Einträge. Das wäre dann meine Menge B. Ja, das Kreuzprodukt aus Namen, Kreuzwohnprodukt, Wohnort wäre das Produkt an dieser Stelle. Die Belegung von Attributen nebenbei kann man auch formal definieren. Gegeben seien die Attribute A1 bis AN einer Tabelle T. Alle Elemente aus A1, Kreuzprodukt bis AN werden mögliche Belegungen der Attribute genannt. In der Tabelle T sind immer nur die dafür geltenden Belegungen. Das heißt, die Werte, die gerade gültig sind, die wir dort haben. Ja, das ist dann eben so der elementare Begriff der funktionalen Abhängigkeit. Wenn ich die Werte auf der linken Seite warte, kenne ich die Werte auf der rechten Seite. Ganz, ganz wichtig, wir machen es das am Beispiel klar, ist der Satz, der hier unten steht. Der ist so wichtig, dass ich nochmal betone, dass er wichtig ist. Nicht nur, weil ich sonst wichtig sage, sondern weil ich es hier wirklich mal meine. Also, funktionale Abhängigkeiten werden nicht aus Beispieleinträgen, sondern nur aus formulierten Randbedingungen abgeleitet. Jeder Mitarbeiter hat eine eindeutige Mitarbeiternummer. Wenn es da nicht steht, dürfen Sie das nicht annehmen. Man könnte irgendwelche Annahmen treffen, die aber definitiv nicht gelten müssen. Insbesondere zum Beispiel dürfen Sie nicht die funktionalen Abhängigkeiten aus Beispieldaten ableiten. Das ist auch elementar wichtig. Das heißt, wir hatten klar die Situation, dass man darüber argumentieren kann. Und Sie können auch etwas machen, was genauso wichtig ist. Sie können Gegenbeispiele produzieren. Also sagen, hey, das ist keine funktionale Abhängigkeit. Wenn Sie sich an das Beispiel erinnern, da hatten wir am Ende, als wir über Funktionen geredet hatten, ein Beispiel dafür, für keine funktionale Abhängigkeit. Wenn man uns genau anguckt, hier, der Mitarbeiter Nummer 1, auf der linken, den wir hier haben, werden zwei verschiedene Werte zugeordnet. Also weiß ich jetzt schon, aus den Beispieldaten, das nicht gilt. Mitarbeiternummer folgt Projekt. Das ist das, was ich hieraus ablesen kann. Und das darf man auch gerne immer machen. Also das heißt, ich kann natürlich Beispieltabellen durchflöhen, in Anführungsstrichen, also durchsuchen und gucken, ob es Widersprüche gibt. Ich nehme an, da gibt es eine funktionale Abhängigkeit und dann kann man feststellen, gilt sie oder gilt sie nicht. Andersrum darf ich das nicht machen. Ich könnte zum Beispiel hier annehmen, dass ich aus der Mitarbeiternummer auf die Abteilungsnummer schließen kann. Gucken wir uns das an. Also aus der Mitarbeiternummer 1,42, das sieht gut aus. 2,42, das sieht gut aus. 3,43, das sieht auch gut aus. Nur weil es gut aussieht, heißt es nicht, dass es gelten muss. Sie müssen jetzt irgendjemanden finden, also jemanden beim Kunden, der Ihnen sagt, jawohl, das ist eine funktionale Abhängigkeit. Es gilt, aus der Mitarbeiternummer kann man auf die Abteilungsnummer schließen. Jeder ist genau einer Abteilung zugeordnet. Und dann und nur dann kann man so etwas aufschreiben wie hier unten. Aus der Mitarbeiternummer folgt die Abteilungsnummer. Hey, wir sehen hier auch dran, man kann da durchaus noch mehr aufschreiben. Aus der Mitarbeiternummer folgt die Abteilungsnummer und die Abteilung. Ja, das heißt also, wenn ich die Mitarbeiternummer kenne, wissen Sie Abteilungsnummer, Kreuzabteilung. Ich kann das auch zerlegen. Aus der Mitarbeiternummer folgt die Abteilungsnummer und aus der Mitarbeiternummer folgt die Abteilung. Das sind zwei Aussagen, die absolut korrekt sind. Die kann man jetzt hier also aufstellen und die kann man dann so schreiben. Gucken wir uns die anderen auch nochmal kurz durch. Mitarbeiternummer, Name, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Abteilungsnummer folgt Abteilung, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Projektnummer folgt Projekt. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und dann, das ist spannender. Aus Name folgt Name, ja, das ist die Identitätsfunktion. Das heißt, das ist formal vielleicht erstmal
ja, oder anschaulich nicht so wichtig, aber für viele formalen Argumentationen hilfreich. Wenn ich den Namen kenne, kenne ich den Namen. F von x gleich x. F von Min-Nummer ist gleich Min-Nummer. Ja, und das ist das eben, was man dort haben kann. Das ist also nur eine formale Schreibweise, die wir dort haben. Und dann steht hier noch was anderes. Wenn ich die Mitarbeiternummer und die Abteilung kenne, kenne ich auch den Namen. Mitarbeiternummer und Abteilung 1DB kann ich immer auf Egon schließen. 1DB ist immer Egon, 2DB ist immer Erna und 3GUI ist immer Uwe. Ja, das geht auch. Also kein Problem. Wobei, unser Bauchgefühl sagt uns schon, Abteilung brauche ich eigentlich gar nicht. Mir reicht ja die Mitarbeiternummer. Richtig. Das ist auch gut. Das behalten wir mal im Hinterkopf dazu. Das werden wir noch benötigen. Wir sind also jetzt in der Situation drin, das hier ist eine funktionale Abhängigkeit, die ich dort habe, die auch wichtig ist. Aber das ist erstmal nur eine Grundlage, die wir hier haben. Das heißt, wir sind hier in der Situation, dass wir das dann eben da nicht machen können. Da mir die Argumentation mit der nicht funktionalen Abhängigkeit wichtig ist, habe ich sie hier auch nochmal explizit dargestellt. Also, wichtig, einige Verstöße gegen die funktionale Abhängigkeit sind bereits aus den Beispieldaten ablesbar. Haben wir gerade schon gemacht. Mit einem Beispiel aus der Mitarbeiternummer kann ich nicht aufs Projekt schließen, aber ich kann auch was anderes machen. Aus Name kann ich nicht auf Projektnummer schließen. Wobei, halt, stimmt das wirklich hier? Achtung, gucken wir uns das mal an. Egon 1 und Egon 2, oh, geht nicht. Also, relativ klar, ich kann das bereits aus diesen Beispieldaten schließen, weil zu Egon gibt es zwei verschiedene zugeordnete Projektnummern, die wir dort haben. Das ist also etwas, was ich bereits hieraus ablesen kann. Nochmal, es gibt viele funktionale Abhängigkeiten, die man aus Beispieldaten vermuten könnte, aber da kann man nur, nachfragen. Aber andersrum, ich gebe Ihnen irgendwie die Information, prüfen Sie, ob Name, Projekt, aus Name folgt Projektnummer gelten kann. Prüfen Sie das für die vorgelegten Beispieldaten, sondern ist das ein ganz einfacher Algorithmus. Wir suchen dann hier dran, oh, Egon, da steht eben Projektnummer 1. Oh, das ist erstmal okay. Dann Egon, oh, Egon hatten wir schon, da muss jetzt eine 1 stehen. Nee, da steht eine 2, Widerspruch. Das heißt eben aus Name folgt Projektnummer kann nicht gelten. Das kann man also ganz einfach algorithmisch programmieren. Nur ist es so spannend, dass man das sicherlich auch mal als Praktikumsaufgabe machen kann. Wäre jedenfalls so meine Idee dann in der Form. Okay. Ja, dann überlegen wir nochmal zurück. Da hatten wir auch gesehen, dass wir irgendwie zusammengesetzte Sachen betrachten können. Diese Zusammensetzen, auseinanderdividieren, das kann man auch mathematisch formal beschreiben. Und einige Sachen davon können ernsthaft hilfreich sein. Andere sind eben für Rechenregeln spannend, wenn man formal mit Rechenregeln etwas beweisen möchte. Machen wir in dieser Veranstaltung hier leider nicht. Ja, gucken wir uns das mal an, welche Regeln da gelten. Es gilt immer diese Regel, wenn wir hier A, B, C, D, sind Mengen, also Teilmengen unserer Attribute, die wir dort haben, der Tabellenüberschriften. Wenn ich da A vereinigt B stehen habe, kann ich dann immer auf A schließen. Ja, das heißt, wenn ich die Information aus A kenne, kann ich immer auf A schließen. Und wenn B die leere Menge ist, habe ich aus A folgt A. Das kann man also auch machen. Leere Mengen sind nebenbei hier in diesem Beispiel nicht irgendwie verboten. Dann, wenn aus A B vereinigt C folgt, also ich von A aus auf die Spalte B und die Spalte C schließen kann, kann ich das auch aufschreiben aus A folgt B und aus A folgt C. Das heißt, welche dieser beiden Schreibweisen man dann wählt, ob ich die Spalten einzeln schreibe oder zusammenschreibe, ist letztendlich egal. Aber ja, das kann man also da recht einfach so nutzen. Dann, wenn ich aus A folgt B habe, dann kann ich auch ganz einfach links und rechts beliebige Informationen ergänzen. Das bedeutet eben dann, ich kann da auch Spalten hinzufügen. Das könnte vielleicht etwas spannend sein. Werden wir ehrlich gesagt seltenst oder vielleicht sogar gar nicht brauchen. Dann kommen wir aber zu einem, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich weiß, dass aus A B folgt und aus B C folgt, kann ich auch aus A auf C schließen. Das kennen Sie aus der Mathematik, das ist der Begriff der Transitivität. Das ist genau das, wie die Definition da ist. Also man kann dann eben über B auf C schließen. Und man kann eben aus A folgt B und aus A folgt C auch auf A folgt B vereinigt C schließen. Das kann man sich eigentlich relativ einfach dann da auch daraus ableiten. Aber eben das hier ist die wichtigste Regel, die wir haben. Dann auch noch ein bisschen eine Art Substitutionsregel, die durchaus bei Überlegungen ab und zu mal im Hinterkopf sein sollte.
und auch die, weil man sich die Sachen dann nicht wieder selbst irgendwie zusammenkonstruieren muss, ist folgendes. Ich habe aus A folgt B und ich habe B vereinigt C folgt D. Also hier steht eine Sammlung von Spalten, B-Spalten und C. Und dann kann ich eben sagen, dass ich dieses B ersetzen kann durch A. Das heißt also, das ist dann auch eine funktionale Abhängigkeit aus A vereinigt C folgt D. Das heißt, ich habe da eine Sammlung von Spalten drin stehen, mit denen man dort arbeiten kann. Dann kann man sich auch nebenbei mal fragen, gibt es eigentlich für jede unserer Tabellen eine funktionale Abhängigkeit? Da sollten Sie jetzt ganz kurz drüber nachdenken, haben Sie jetzt eventuell schon, und stoppen, bevor ich dann darauf eingehe. Jede unserer Tabellen hat mindestens eine funktionale Abhängigkeit. Nämlich ganz einfach, ich nehme die Sammlung aller Spalten und kann dann auf die Sammlung aller Spalten schließen. Das ist also die Identität auf irgendeinem Kreuzprodukt, was wir dort haben. Und das heißt also, es gibt keine Tabelle, in der es keine funktionale Abhängigkeit gibt. Das ist einfach, weil es sich um Mengen handelt, ist es eindeutig und deswegen muss man da nicht weiter drüber nachdenken. Also ist funktionale Abhängigkeit ein spannendes Thema, aber gerade auch schon mit dem Beispiel, mit diesem maximalen Beispiel kann man sich überlegen, ja, so ganz ist es eigentlich nicht, dass wir haben wollen. Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel zurück an dieses Beispiel hier. Mitarbeiternummer und Abteilung folgt Name. Und wir sagen eigentlich, Abteilung, die brauche ich nicht. Ich will eigentlich nur Mitarbeiternummer, Name haben, wie es hier so toll schon drin steht. Das ist ja sicherlich korrekt, ich kann da was ergänzen. Das ist kein Problem. Aber nicht unbedingt das Spannendste und Genaueste. Und diese Genauigkeit wollen wir reinbringen. Und diese Genauigkeit bringen wir rein, indem wir eben jetzt hier diese Situation haben, dass wir die volle funktionale Abhängigkeit definieren. Was ist eine volle funktionale Abhängigkeit? Gegeben sei eine Tabelle. Eine Menge von Attributen B der Tabelle ist voll funktional abhängig von einer Menge von Attributen A der Tabelle, dann gilt aus A folgt B, also B ist funktional abhängig von A. Und für jede echte Teilmenge A' von A gilt nicht aus A' folgt B. Bedeutet anschaulich, ich kann auf der linken Seite keines der Attribute, keine der Spalten entfernen. Und trotzdem, wenn ich das könnte, wäre es ein Verstoß gegen die volle funktionale Abhängigkeit. Und dann sind wir genau bei dem, was wir gerade hatten. Mitarbeiternummer und Abteilung kann ich auf Namen schließen, gilt. Aber da kann ich eine Teilmenge A' bilden von Mitarbeiternummer Abteilung, die nur die Mitarbeiternummer enthält und kann dann eben mit der argumentieren und sagen, jawohl, das ist definitiv kleiner, deswegen kann das keine volle funktionale Abhängigkeit sein. Für unser Beispiel haben wir dann diese vollen funktionalen Abhängigkeiten. Die ersten drei hatten wir schon mal überlegt. Und vielleicht auch spannend, man kann die Sachen auch zusammen kombinieren. Aus der Mitarbeiternummer und der Projektnummer folgt Name und Projekt. Aha. Weil ich brauche eben beide Informationen, um auf beide Informationen hier schließen zu können. Jeweils einzeln kann ich auf die einzelnen Sachen schließen, aber wenn ich die Kombination von Name und Projekt haben will, brauche ich diese beiden Daten, die dafür angegeben werden. Das heißt, der spannendste Begriff, den wir jetzt mathematisch brauchen, ist der der vollen funktionalen Abhängigkeit. Für die gilt wiederum, dass man sie nicht aus Beispieldaten ablesen kann.